Persönliche Freiheitsrechte. Artikel 4. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Artikel 5. Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft. Artikel 8. Versammlungsfreiheit. Artikel 11. Freizügigkeit. Artikel 12. Berufsfreiheit. Und Artikel 13. Unverletzlichkeit der Wohnung. Wir fordern die sofortige Aufhebung der Einschränkungen der Grundrechte durch die Corona-Verordnung sowie die Abdankung der Bundesregierung. Polizei aussprechen, die uns ermöglicht, hier friedvoll zu demonstrieren und unsere Grundrechte wahrzunehmen. Und ich möchte auch das nochmal betonen, was der Ralf gesagt hat, die Kooperation in der Vorbereitung mit der Polizei war sehr gut. Wir haben auf der Arbeitsebene super zusammengearbeitet und deshalb einen Riesenapplaus für die Berliner Polizei. Ich habe gesagt, einen Riesenapplaus. Und danke an das Team von Querdenken 711 und alle lokalen Initiativen, die alles geben, um diese Demonstration möglich zu machen. Wir sind Demokraten. Rechtsradikales, linksradikales, rechtsextremes, linksextremes, faschistisches, menschenverachtendes Gedankengut hat in unserer Bewegung keinen Platz. Gleiches gilt für jede Art von Gewalt. Wir sind eine friedliche Bewegung, die Demokratie lebt, Meinungen zulässt und das Schubladendenken links mit rechts ignoriert. Querdenken heißt, glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst. Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass Namen Bedeutungen haben und Innensenator Geisel ist eine Geisel für die Demokratie. Es ist traurig und zutiefst enttäuschend, dass ein demokratisch gewählter Volksvertreter zutiefst antidemokratisch und grundgesetzwidrig handelt, indem er Demonstrationen, die sich gegen die Regierung wenden, verboten möchte. Deshalb fordere ich hiermit den sofortigen Rücktritt des Innensenators Geisel. Sowie des Oberbürgermeisters von Berlin, die hier im Tandem die Grundrechte aller Menschen mit Füßen treten. Und ich stehe hier mit dem Grundgesetz, das uns seit mehr als 70 Jahren die Grundrechte garantiert. Es ist das Beste, was uns bisher passiert ist, aber konnte uns im Jahr 2020 nicht davor beschützen, dass die Regierung sich immer weiter selbst ermächtigt.
Aktuell ist die verfassungsgebende Mehrheit eine Mehrheit aus Bundestag und Bundesrat. Das heißt, die Bevölkerung wird nicht gefragt. Und es gibt im Grundgesetz einen wichtigen Artikel, der bezeichnenderweise auch der letzte Artikel im Grundgesetz ist. Es ist Artikel 146. Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Deshalb starten wir heute damit, uns eine eigene Verfassung zu geben, die diese Schwächen behebt und die Macht an uns, die Menschen, zurückgibt. Die Verfassung soll sich der Souverän geben und nicht Bundestag und Bundesrat. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe in den letzten Wochen gelernt, dass meine Stärke darin liegt, Menschen zu vereinen. Deshalb bin ich frohen Mutes, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Ihr steht heute hier, weil ihr nicht mehr wollt, dass euch jemand sagt, wie ihr zu leben und zu denken habt. Und wir sind die verfassungsgebende Versammlung. Ich rufe alle Menschen bundesweit auf, nach Berlin zu kommen und gemeinsam mit uns an einer neuen Verfassung zu arbeiten. Wir haben hier ideale Voraussetzungen geschaffen. Es gibt mehr als 60 Lkw-Bühnen, auf denen wir den Debattenraum öffnen und frei von Vorurteilen diskutiert und gesprochen werden darf. Das Querdenken-Camp ist für 14 Tage angemeldet und auf der Hauptbühne wird es dann immer wieder eine Zusammenfassung der Ergebnisse geben. Zu fragen, wie Träume in juristischen Formulierungen geflügelt werden können. Ich rufe hiermit die Polizei auf, unsere verfassungsgebende Versammlung zu schützen. Und damit darf ich jetzt Herrn Ralf auf die Bühne bitten. Ralf ist gerade im Gespräch mit der Polizei, oder? Ich bin aus der DDR. Hallo. Wichtige Durchsage. Der Michael muss jetzt kurz mit hinter die Bühne, weil wir haben dort zu verhandeln mit der Polizei. Ich begrüße deswegen, beziehungsweise gebe Michael zum Begrüßen an unseren Ehrengast. It's an honor for me that you made it from the US. Thank you very much to visiting Berlin and being here with us, fighting for freedom and for a better world. Thank you. Thank you, everybody. Back at home in the United States, the newspapers are saying that I came here today to speak to about 5,000 Nazis
Zu Hause in den Vereinigten Staaten behaupten die Zeitungen, ich wäre hierher gekommen, um mit 5000 Nazis zu reden. And tomorrow, they're going to report that yes, I was here and I spoke to maybe 3,000 to 5,000 Nazis. Und morgen werden sie genau das berichten, dass ich zu etwa 83 bis 5000 Nazis geredet haben werde. But I look at this crowd and I see the opposite of Nazism. Und wenn ich in die Menge schaue, sehe ich das Gegenteil von Nazis. I see people who love democracy. Ich sehe Menschen, die Demokratie lieben. People who want open government. Menschen, die eine offene Regierung wollen. People who want leaders that are not going to lie to them. Menschen, die für Anführer haben wollen, von denen sie nicht belogen werden. People who are not leaders who will not make up arbitrary rules and regulations to orchestrate obedience of the population. Wir wollen keine Anführer, die wahllos irgendwelche Regelungen erlassen, um unsere Demut, um unsere Unterwürfigkeit zu erwirken. We want health officials who don't have financial entanglements with the pharmaceutical industry, who are working for us and not Big Pharma. Wir wollen Anführer, die keine Verbindungen mit der Pharmaindustrie haben, die für uns arbeiten, nicht für die Pharma-Lobby. We want officials who care about our children's health and not about pharmaceutical profits or government control. Wir wollen Politiker, die sich um die Gesundheit unserer Kinder kümmern und nicht um den Profit der Pharma-Lobby und ihren eigenen Profit. I see all the flags in Europe. I see people of every color. I see people from every nation, every religion, all caring about human dignity, about children's health, about political freedom. This is the opposite of Nazism. Wenn ich in die Menge schaue, sehe ich Menschen aus aller Länder hier in Europa. Ich sehe Menschen aus allen Nationen, mit allen Hautfarben, mit allen Religionen. Ich sehe Menschen, die sich um Menschlichkeit kümmern, die hier sind, wegen der Gesundheit ihrer Kinder und wegen Freiheit und Demokratie. Governments love pandemics. Regierungen lieben Pandemien. They love pandemics for the same reason they love war. Und die lieben sie aus den gleichen Gründen, wie sie den Krieg lieben. Because it gives them the ability to impose controls on the population that the population would otherwise never accept. Weil es sie in die Lage versetzt, Kontrollmechanismen zu installieren, die wir sonst niemals akzeptieren würden. Create institutions and mechanisms for orchestrating and imposing obedience. Das sind Institutionen und Mechanismen, die unsere Unterwürfigkeit erfordern. Now I'll tell you something. It's a mystery to me that all of these big important people like Bill Gates and Tony Fauci have been planning and thinking about this pandemic for decades. Planning it so that we would all be safe when the pandemic finally came. And yet, now that it's here, they don't see what they're talking about. Und wir wissen mittlerweile, dass Leute wie Bill Gates und Anthony Fauci diese Pandemie seit Jahrzehnten geplant haben, die sie jetzt über uns gebracht haben. Und wir wissen inzwischen, dass sie nicht mal erklären können, was die Pandemie sein soll. They seem to be making it up as they go along. They're inventing numbers. They cannot tell you what the case fatality rate for COVID is. That's basic. They cannot give us a PCR test that actually works. They have to change the definition of COVID on the death certificates constantly to make it look more and more dangerous. The one thing that they're good at is pumping up fear. Sie denken sich alles nur aus. Sie erfinden Zahlen. Sie erfinden Zahlen zur Pandemie, damit wir in die Angst kommen. Sie erfinden diese Zahlen, die wir in der Zeitung lesen, im Fernsehen sehen. Und wenn wir die Zahlen sehen, bekommen wir einfach nur in die Angst. 75 years ago,
Hermann Göring testified at the Nuremberg trials. And he was asked, how did you make the German people go along with all this? And he said, it's an easy thing. It's not anything to do with Nazism. It has to do with human nature. You can do this in a Nazi regime. You can do it in a socialist regime. You can do it in a communist regime. You can do it in a monarchy and a democracy. The only thing a government needs to make people into slaves is fear. And if you can figure out something to make them scared, you can get them to do anything that you want. Hermann Göring hat am Ende des Krieges gesagt, es hat nichts mit Nazitum zu tun, dass man die Menschen, er wurde gefragt, warum haben die Menschen das gemacht in Deutschland? Er hat gesagt, es hat mit Nazitum nichts zu tun. Das kann man im Sozialismus machen, im Kommunismus machen, in Monarchien machen, in Demokratien machen. Es ist die menschliche Natur. Wir müssen die Menschen nur in die Angst bringen und dann folgen sie uns. Oh, so 50 years ago, my uncle John Kennedy came to this city. Vor 50 Jahren kam John F. Kennedy hier nach Berlin. He came here to Berlin because Berlin was the front line against global totalitarianism. Er kam nach Berlin und das war die Front gegen den Totalitarismus. And today again, Berlin is the front line against global totalitarianism. Und es ist heute ganz genauso. Berlin ist die Front gegen Totalitarismus. He proudly said to the people of Germany, "Ich bin ein Berliner." Und er hat stolz gesagt. And today, all of us who are here today can proudly say once again, "Ich bin ein Berliner." Und wir alle heute können stolz sagen, ich bin ein Berliner. And you are the front line against totalitarianism. Und wir sind wieder die Front gegen Totalitarismus. Say one more thing. Ich möchte noch eine Sache sagen. They haven't done a very good job about protecting public health. Sie haben keinen guten Job gemacht, die Gesundheit des Volkes zu schützen. But they've done a very good job at using the quarantine to bring 5G into all of our communities. Aber sie haben die Quarantäne genutzt, um 5G hier in unsere Gemeinden zu bringen. And to shift us all, to begin the process of shifting us all to a digital currency, which is the beginning of slavery. Und sie haben den Anfang geschaffen für eine digitale Währung. Und das ist der Beginn der Sklaverei. Because if they control your bank account, they control your behavior. Und das, diese Kontrolle, sie können uns nicht in unserem Verhalten beeinflussen. And we all see these advertisements on television saying 5G is coming to your community. It's going to be a great thing for all of you. It's going to change your lives. It's going to make all of your lives so much better. Und wir sehen, dass 5G überall hingebracht werden soll. Die Fernseher sind voll davon, die Anzeigen sind voll davon, die Werbung. Sie sagen uns, 5G macht unser Leben besser. And it's very convincing, I have to say. Because I look at those ads and I think, that's great, I can hardly wait till it gets here. Und die wollen einfach, dass wir dieses 5G einfach akzeptieren. And then, because I'm going to be able to download a video game in 6 seconds instead of 16 seconds. Und nur, weil ich ein Videospiel dann in 6 Sekunden statt in 16 Sekunden runterladen kann. And is that why they're spending $5 trillion on 5G? Und sie geben Milliarden, Billionen von Dollars aus für 5G? No. The reason is for surveillance and data harvesting. It's not for you and me. It's for Bill Gates. It's for Jeffrey Zuckerberg. And it's for Bezos and all of the other billionaires. Und es geht nur um Überwachung und Datensammeln. Es ist für Bill Gates und seine Freunde und nicht für uns. Bill Gates says that his satellite fleet will be able to look at every square inch of the planet 24 hours a day. Mit seinen Satelliten kann Bill Gates jeden Quadratzentimeter des Globus beobachten. That's only the beginning.
He also will be able to follow you on all of your smart devices through biometric facial recognition, through your GPS. You think that Alexis is working for you. She isn't working for you. She's working for Bill Gates, spying on you. Und sie nutzen das, um uns auszuspionieren mit der Gesichtserkennung. Die ganzen Smart Devices, es ist nicht für uns. Es ist nur für die Überwachung und für die Datensammlung. And the pandemic is a crisis of convenience for the elites who are dictating these policies. Diese Pandemie kommt der Elite zu Pass, damit sie uns alles diktieren kann, was sie will. It gives them the ability to obliterate the middle class, to destroy the institutions of democracy, to shift all of our wealth from all of us to a handful of billionaires, to make themselves rich by impoverishing the rest of us. Und sie nutzen die Pandemie, um uns zu überwachen, um uns zu kontrollieren, komplett zu kontrollieren und um den gesamten Wohlstand von der Bevölkerung zu einer Handvoll weniger aus der Elite zu transferieren. And the only thing between them and our children is this crowd that has come to Berlin. Und das Einzige zwischen denen und unseren Kindern ist diese Menge hier in Berlin. We are not going to demand our democracy back. Thank you all very much for fighting. Und wir sagen euch, wir rufen euch zu, ihr bekommt unsere Freiheit nicht, ihr bekommt unsere Kinder nicht und wir retten unsere Demokratie. Vielen, vielen Dank. Thank you sir, so much. Thank you. So, der Ralf und ich sind wieder auf der Bühne, das heißt, es ist ernst. Verteilt euch bitte auf die Straßen, die Polizei droht uns sonst an, aufzulösen. Bitte verteilt euch. Ich weiß, dass links auf der Seite noch Platz ist. Bitte tut das und helft uns alle mit, dass wir nicht die Bilder vom 1.8. wieder haben in Berlin, sondern verteilt euch weiträumig. Wir haben viel Platz. Auch hier oben an der Siegessäule auf der Treppe, macht bitte die Abstände und dann übergebe ich jetzt an den Dirk. Hallo Berlin, passt auf, es steht spitz auf Knopf. Ich sage das in aller Deutlichkeit. Ich möchte, dass ihr hier vorne, hinten an der Säule und überall da, wo es keine Abstände gibt, ihr sollt hier weg, geht nach links rüber, nach da. Wenn ihr das nicht macht, ist die Versammlung hier bald vorbei. Wir kommen jetzt gleich runter und fordern euch dazu auf. Ihr müsst hier wegtreten. Massiv. Und wenn ihr das nicht macht, sind wir jetzt die Schuldigen. Und das wollen wir nicht. Bitte! Bis zum 1.9. soll noch sehr viel Platz sein, sagt gerade die Verbindungsbeamte der Polizei. Also bitte, wer sich da auskennt, Richtung 1.9. Wir brauchen Platz. Es sind ausreichend LED-Wände da, es sind die Türme da, bitte, lasst uns das versuchen, hier hinzubekommen. Es kommen ja auch noch viele Leute von der Straße, das sind die Straße des 17. Juni vom Brandenburger Tor runter, deswegen, wir brauchen einfach Platz. Wir sind halt viele. Genau, bitte Bewegung auch oben auf der Siegessäule, bitte macht das in die Richtung da hinten von der Leinwand. Bitte helft uns allen mit, dass wir diese Versammlung fortführen können. Nicht mehr nach vorne! Nicht mehr nach vorne! Berlin! Wir werden heute Zeuge von etwas Historischem. Vor 60 Jahren war John F. Kennedy hier und hat gesagt, ich bin ein Berliner. Heute war Robert F. Kennedy hier und hat gesagt, ich bin ein Querdenker. Eine kurze Zwischenfrage, bevor es weitergeht. Alexander, 9 Jahre alt, wird vermisst. Die Heike Siegesdorf ist die Mutter. Bitte da vorne zur Bühne kommen. Bitte, wenn jemand den Alexander sieht.
Wir machen geschichtsträchtig weiter. Wir haben jetzt hier gleich jemanden auf der Bühne, der immer auf Bühnen stand, wenn es wirklich geschichtsträchtig wurde. Bitte spielt das Video ein. Und heute wird es geschichtsträchtig, weil er bei uns auf der Bühne ist. Macht einen historischen Applaus, Ralf Niemeyer. Ja, vielen Dank. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, in der Tat ist heute wieder ein historischer Moment. Wir stehen 30 Jahre später am gleichen Punkt und sind in Wahrheit keinen Schritt weiter. Wir müssen jetzt das vollenden, was 1989 stecken geblieben ist. Wir müssen jetzt sehen, dass wir den Friedensvertrag für Deutschland endlich verhandeln können. Und ich bitte Robert F. Kennedy, der eben hier gesprochen hat, diese Nachricht auch in die Vereinigten Staaten von Amerika weiterzutragen und Herrn Trump zu sagen, gib uns diesen Friedensvertrag für Deutschland. Die gegenwärtige Krise ist auch eine soziale und ökonomische Krise. Offensichtlich haben 30 Jahre Neoliberalismus eben nicht zu mehr Sicherheit und Wohlstand für alle geführt. Und deshalb müssen wir auch daran arbeiten und es muss auch, wenn wir in Zukunft eine neue und souveräne Verfassung für Deutschland nach Artikel 146 Grundgesetz geschaffen haben, darüber genau verhandelt werden, dass wir mehr soziale Sicherheit und vor allem Frieden auch mit der Russischen Föderation erhalten. Wir alle können den Lauf der Geschichte beeinflussen. Durch das, was wir tun, und das, was wir unterlassen zu tun. 1989 stand ich gefühlt auf der falschen Seite. Ich wollte zwar auch, dass es anders wird, dass die DDR anders wird. Und ich habe auch mitdemonstriert, obwohl ich Sozialist bin und Marxist bis heute bin und daran auch glaube, dass wir eine soziale und humane Gesellschaft in dieser Welt brauchen. Aber ich habe verstanden, dass wir jetzt erst zusammen streiten müssen für diese gerechte Welt, dass wir für eine neue Verfassung streiten müssen. Der Rest wird sich hinterher sortieren und das werden wir auch regeln und das wird auch sozial und friedlich sein. Ich denke, ebenso wie 1989 werden wir von Staatsseite belogen. Wir haben eben diesen kurzen Einspieler gesehen von der Schabowski-Pressekonferenz. Wir sind alle damals vor Langeweile fast eingeschlafen, bis 10 Minuten vor Schluss. Herr Schabowski, Ricardo Ehrmann von der ANSA, der war eigentlich der Stichwortgeber, aufgerufen hat, diese Frage zu stellen nach einer Reiseregelung, von der wir alle überhaupt keine Ahnung hatten. Jetzt stehen wir so weit, dass wir die Frage wiederholen können. Ab wann tritt die Aufhebung der Corona-Verordnungen in Kraft? Und wer sagt dann unverzüglich, nach meiner Ansicht ist das sofort? Das müsste man jetzt auch im Kanzleramt sagen. Wir sind so weit und wir lassen es nicht zu, dass man uns spaltet und gegeneinander aufzieht. Es gibt kein Links und Rechts in dieser Frage, aber es gibt ein Oben und Unten und kein Ost und West. Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, wir gehen hier nicht weg, bis wir Artikel 146 durchgesetzt haben. Und wenn Frau Merkel das nicht betreibt, dann muss einer ins Kanzleramt gehen heute Abend und sagen, ich bin gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Ausreise, den Rest kennen Sie, der ging auch damals im Jubel unter. Ich möchte es kurz machen, weil ich weiß, dass wir heute unter einer besonderen Anspannung stehen, weil es
sehr viele Provokationen gibt. Es gibt sehr viele Infiltrationen offensichtlich von Leuten, die sich als Antifa bezeichnen, in Wahrheit aber keine Antifaschisten sind. Und diese Leute wollen offensichtlich ein friedliches und demokratisches Deutschland verhindern. Das werden wir nicht zulassen, aber wir sind die, die friedlich sind. Wir werden niemals Gewalt anwenden. Und wir werden auch immer mit der Polizei kooperieren. Denn natürlich brauchen wir in jedem Staat eine Polizei. Wir brauchen einen Rechtsstaat, der tatsächlich auch Recht gewährt. Und wir sind im Moment einen Schritt davon entfernt, das auch zu erreichen. Deshalb bitte ich euch alle, nicht provozieren lassen. Wir bleiben stark, wir bleiben friedlich, denn das ist unsere Stärke. Ich danke euch ganz herzlich. Hallo Berlin! Ich bin verheiratet, der Familienvater, der Student der Politikwissenschaften und Kulturwissenschaften. Ich stehe heute hier in Berlin, zu Ihnen allen zu sprechen, um zu ganz Deutschland zu sprechen, um zu Europa und der ganzen Welt zu sprechen. Mein Name ist David Claudio Sieber und ich bin bürgerschaftliches Mitglied bei Flensburg, Bündnis 90 Die Grünen. Alles, was ich heute sage, absolut alles, kann ich anhand wissenschaftlicher Arbeiten, Schriftverkehre und Zeugen bezeugen. Ich werde das, um den Redefluss zu verbessern, weglassen. Sie können nachher gerne auf mich zukommen. Ich habe mir selbst vorzuwerfen, dass ich erst heute spreche. Ich habe lange Zeit gedacht, meine Partei würde sich kritisch auseinandersetzen, wenn ich Ihnen alle Fakten vorlege. Ich wollte, dass meine Partei die Partei ist, welche den Menschen die Angst nimmt. Es ging mir darum, den Schaden von SARS-CoV-2 und insbesondere die Folgeschäden zu minimieren, die Folgeschäden der Maßnahmen. Daher habe ich von Anfang an versucht, in meiner Partei einen kritischen Blick auf das Geschehen zu liefern. Jeder Diskussionsversuch wurde auf Kommunalebene abgewürgt. Ich wurde ausgegrenzt und stigmatisiert. Deshalb habe ich ein Diskussionspapier erstellt, ein parteiinternes Diskussionspapier, in dem ich alle wissenschaftlichen Fakten aufgearbeitet habe. Ende März, Anfang April. Ich habe das mit allen Mitgliedern des Bundestages, mit allen Mitgliedern des Landtages und mit meiner Kreisebene geteilt. Aufgrund dessen wurde ich verleumdet, betituliert, als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, öffentlich in meiner Partei. Ich blieb aber weiter kritisch und unbequem, habe mich davon nicht unterkriegen lassen. In Folge wurde ein Zoom-Meeting veranstaltet, Sie kennen das alle, das ist jetzt Mode, mit mehreren Bundestagsabgeordneten, mehreren Mitgliedern des Landesvorstandes und der Kreisebene. Ich war auch dabei und ich habe Fragen gestellt. Ich habe mehrere Fragen gestellt und die Antworten waren horrend. Meine erste Frage, die ich gestellt hatte an Mitglieder des Bundestages,
Aufgrund welcher Datenlage können Sie überhaupt einschätzen, wie gefährlich ist das Virus? Die Antwort der Bundestagsmitglieder war, die Bundesregierung war so nett, sie hat uns Herrn Drosten ausgeliehen für ein Meeting. Und Herr Drosten hat uns informiert. Er hat uns gesagt, über 1 Million Menschen werden in der Intensivstation liegen. Und über 100.000 Menschen in Deutschland werden sterben, wenn wir keinen Lockdown machen. Ja, das ist Ihre Reaktion. Im Zoom-Meeting wurden Sie dafür gelobt. Ich fragte nach und wollte wissen, ob das die alleinige Entscheidungsgrundlage war für die Partei Bündnis 90 Die Grünen, um im Parlament über den Lockdown abzustimmen. Vollkommen klar, ja, das war so. Auf Nachfrage entgegnete man mir, dass die Bilder aus New York und aus Italien, wenn man die sehen würde, dann müsse man so handeln, ansonsten wäre man verantwortungslos. Jeder Einwand von mir, der das widerlegen konnte, wissenschaftlich widerlegen konnte, wurde unterminiert oder mit Gelächter quittiert. Es wurde auf mein Vorbringen gesagt, den Bildern aus Schweden, China, Island, Weißrussland könne man nicht trauen. Den Bildern aus New York und Italien hingegen schon. Kein Mitglied des Bundestages konnte mir in dem gesamten Meeting beantworten, welche Daten überhaupt verraten, wie gefährlich das Virus ist, warum die Krankenhäuser leer sind, warum zumindest nicht zwischen Viruskontakt und Erkrankung unterschieden wird. Ich danke immer wieder für die Liebe in der Welt. Von einem Mitglied des Landtages aus Schleswig-Holstein war zu hören, dass das Besondere an diesem Virus sei, dass man andere gefährdet, ohne es zu wissen. Es sei ein sehr, sehr neues, ganz gefährliches Virus. Und man könne erst, wenn alles lange vorbei ist, die Daten auswerten, die man jetzt noch nicht habe, um die Situation einzuschätzen. Mein Widerspruch, dass wir schon lange Daten und Studien haben, zum Beispiel in meinem Schreiben, wurde quittiert mit Hohn. Die Bundestagsabgeordneten merkten, dass das Gespräch nicht nach Wunsch verläuft und haben versucht, mich mundtot zu machen. Man sagte mir, man habe Geheimdienstinformationen aus 2011, die ein Szenario beschreibt, welches sich hier nun abspielt. Sie kennen das Papier, das ist nicht geheim. Das kriegt jeder im Internet. Mit jedem Einwand von mir, den ich brachte, wurde die Unwissenheit deutlicher. Über mildere Mittel solle man mal sprechen und was man anders machen kann, das wisse man jetzt noch nicht. Aber einen Lockdown haben wir erstmal angeordnet. Meine Redezeit während dem Meeting war auf 5 Minuten pro Frage begrenzt. Gegen Ende gab es aber nur noch Zwischenrufe und ich konnte gar nicht mehr sprechen und das Meeting wurde einfach beendet. Ich habe nachgezählt. In den letzten Monaten seit Beginn der Pandemie habe ich 93 wissenschaftliche Fakten, Studien, Parteien dann geteilt, aufgearbeitet und eingebracht. Alle davon erlaubten einen kritischen Blick auf die derzeitige Situation. Gebracht hat es nichts. Alle Gegenargumente waren hauptsächlich moralischer Natur. Bündnis 90, die Grünen, meine Partei, haben also im Bundestag für den Lockdown gestimmt. Allein auf Grundlage der Informationen eines Wissenschaftlers der Regierung, aufgrund von Hochrechnungen, die auf Schätzungen beruhen, welche schon zum damaligen Zeitpunkt widerlegt waren. Offensichtlich hatte man selbst kaum Fachwissen. Stellen Sie sich vor, man hätte mein Schreiben zum Anlass genommen, ernsthaft nachzuforschen oder zumindest mit mir darüber zu sprechen. Möglicherweise wäre vieles so nicht passiert. Und ich möchte ganz klar sagen, niemals soll jemand von Bündnis 90 Die Grünen sagen, wir wussten nicht genug, wir konnten es nicht richtig einschätzen, wir konnten es nicht wissen. Und hinterher ist man immer schlauer. Die konnten das wissen. Ich habe sie ihnen zur Verfügung gestellt und selbst wollten sie es nicht wissen. Niemand wollte es wissen. Punkt. Eben
Jedenfalls sind Politiker und Politikerinnen der anderen Parteien in keinster Weise Opfer oder unwissend. Wer nicht alles dafür getan hat, die Verhältnismäßigkeit exakt zu bestimmen, um Folgeschäden durch Maßnahmen zu minimieren. Und dazu gehört auch, dass man nachts liest, um sich das selbst anzueignen. Jeder, der das nicht getan hat in der Politik, der ist vollkommen verantwortlich für die Folgeschäden. Die Aufgabe der Opposition ist die Kontrolle der Regierung. Grundrechte einzuschränken, ohne sich ein eigenes Bild zu machen, ohne kritisch zu sein, ohne eigene Experten, ist keine Kontrolle. Wir haben keine funktionierende Opposition in Deutschland. Wir haben nicht mal eine kontrollierte Opposition. Wir haben zurzeit überhaupt keine Opposition. Richard von Weizsäcker sagte 1984, keiner darf für sich den Besitz der Wahrheit beanspruchen. Sonst wäre er unfähig zum Kompromiss und überhaupt zum Zusammenleben. Er würde kein Mitbürger, sondern ein Tyrann sein. Wer das Mehrheitsprinzip auflösen möchte und durch die Herrschaft der absoluten Wahrheit ersetzen möchte, der löst die freiheitliche Demokratie auf. Die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes können die Wahrheit verkraften. Jeder, der argumentiert, sie seien zu schonen, durch die Lüge bei Laune zu halten, der hat das Prinzip des mündigen Bürgers und der mündigen Bürgerin nicht verstanden. Denken Sie an Herrn Stefan Kohn, der seine Aufgabe als Risikobewerter des Innenministeriums wahrgenommen hat und ein ausführliches Papier erstellen ließ, fundiert mit vielen Expertisen von Wissenschaftlern untermauert. Dafür wurde er entlassen. Erinnern Sie sich an das Strategiepapier des Innenministeriums, wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen. Dieses Papier kommt mit Ausnahme von Quellen des RKI ohne Quellen aus. Unzählige wissenschaftliche Studien belegen vollkommen klar, die Bevölkerung trifft ebenso gute oder schlechte Entscheidungen wie die Politik, wenn man ihnen alle Informationen zur Verfügung stellt. Nun, in diesem Fall hatte die Bevölkerung mehr Informationen als die Politik herangezogen. Wir brauchen eine gemeinschaftliche Lösung. Keine Spaltung. Das Recht auf Freiheit und Gesundheit gehört allen Menschen. Und wie das auszusehen hat, das bestimmen nicht einige wenige. Wenn die Politik nicht möchte, dass wir hier demonstrieren, dann möchte sie bitte damit aufhören, einen Diskurs zu verhindern und uns für dumm zu verkaufen. Man sagte uns, wir haben es mit einem völlig neuen Virus zu tun, welches völlig von anderen abweicht. Das ist aus virologischer Sicht schwer denkbar, das wissen Sie. Alle Daten verorten die Gefährlichkeit im Bereich einer saisonalen Grippe. Internationale Studien belegen, 85% aller Menschen weisen eine Kreuzimmunität auf. Stellen Sie sich vor, wir hätten uns die Jahre zuvor so verhalten müssen wie jetzt. Dann hätten wir diese Kreuzimmunität nicht. Viren sind ein natürlicher Teil unseres Lebens. Für die Mehrheit bedeutet, sich davor zu schützen, sich damit zu konfrontieren. Um jemandem zu begegnen, der einen positiven PCR-Test hat, dauert es bei der aktuellen Zahl an positiv Getesteten ca. 520 Tage. Und diese Person ist dann nicht automatisch infiziert, ansteckend oder erkrankt. Die Politik sollte öffentlich mit unterschiedlichen Experten diskutieren, um Meinungspluralität zu schaffen. Macht sie aber nicht. Da können Sie ruhig buhen. Ja. Frei nach John F. Kennedy. Ein schlauer Mensch muss so schlau sein, Leute einzustellen, die viel schlauer sind als er. Nicht nur ein. Was fällt der Regierung ein, die Ratschläge von Experten, welche großes Renommee genießen, teilweise Nobelpreisträger sind,
ihr Leben lang in diesem Bereich geforscht haben, einfach zu ignorieren. Ich nenne diese Menschen nicht, denn es sind viel zu viele, aber ich danke Ihnen ausdrücklich für Ihre Arbeit. Risiken sind Teil unseres Lebens. Wir müssen sie bewerten, um korrekt damit umzugehen. Wenn die Politik die Bewertung für uns vornimmt, dann muss sie das ausgewogen und zuallererst verhältnismäßig tun. Wir brauchen keinen Alarmismus, wir brauchen einen Mittelweg. Unglaubliches war in den Medien zu lesen während der Corona-Pandemie. Diese Regeln dürfen niemals hinterfragt werden. Sprechen Sie nicht mit Andersdenkenden. Es ist ein Killer-Virus. Die Pandemie ist nicht vorbei. So sieht kein Mittelweg aus. Covidioten? Wissen Sie, was meine Tochter dazu sagen würde? Wer das sagt, ist es selber. Liebe Medien, lassen wir doch die Allgemeinheit entscheiden, ob wir eine Pandemie haben oder nicht. Veröffentlichen Sie alle Diagramme, Statistiken und Erläuterungen zu Fehlerquoten etc. Wovor haben Sie Angst? Vor dem Verlust Ihrer Deutungshoheit haben Sie Angst. Journalismus muss differenziert sein. Maßnahmen müssen in der Corona-Pandemie auch grundsätzlich in den Medien hinterfragt werden. In den Beiträgen der Öffentlich-Rechtlichen passiert das aber nicht, sagt sogar die Universität Passau. Wer das Meinungsspektrum einengt, der engt auch die Demokratie ein. Führen kann man nur freie Menschen. Für alle anderen gibt es Zwang und Befehl. Hat die Politik überhaupt kein Vertrauen in uns? Die mediale Berichterstattung folgt einer destruktiven Logik. Es wird versucht, einigen Gruppen jegliche Seriosität abzusprechen. Das betrifft auch die Gruppe der Nobelpreisträger. Die Medien sollen den Staat kontrollieren und für Transparenz stehen. Die Medien lassen sich in der Corona-Krise als Mittel der Staatsherrschaft pervertieren. Jede Person, welche sich kritisch zeigt, wird als Feind markiert. Dieses Herrschaftsinstrument erzeugt jedoch ernste Folgeschäden. Argumente und Austausch nehmen ab, die Debatte wird moralisiert und erliegt komplett. Das haben wir erlebt. Die Medien haben kein Monopol auf Wissen. Vergessen wir das nicht. Wir brauchen nicht mehr Meinungen. Wir brauchen alle Fakten. Oder nach Charles Dickens, ich brauche Informationen. Eine Meinung bilde ich mir selbst. Sehen wir uns an, was global passiert. Seit Wochen sterben global viel mehr Menschen an Grippe und Lungenentzündung als an Covid-19. Warum spricht darüber niemand? Ein Neugeborenes starb in Indien an inneren Blutungen nach Folge vom PCR-Test. Es gibt dreimal so viele sexuelle Übergriffe auf Frauen. Mütter müssen bei der Geburt Maske tragen. Es werden Menschen hingerichtet. In Afrika sterben zehnmal so viele Kinder an Malaria, weil wir nur auf SARS-CoV-2 gucken. Deutschland holt Erntehelfer, dicht gepackt, ohne Abstand, im Flugzeug nach Deutschland aus Rumänien. Haben Sie den Verstand verloren? Deutschland muss ein Vorbild sein. Wir sollten Toleranz nicht mit zweierlei Maß messen. Wir sollten uns anhand evidenzbezogener Fakten zur objektiven Realität bekennen. Wir sollten langanhaltende Szenarien, welche auf Annahmen und Schätzungen beruhen, ablehnen. Der Schutz des Lebens steht für die Bundesregierung also über allem. Bedeutet dies also, dass alle Hinterbliebenen der letzten 5 Jahre den Staat in Anspruch nehmen können für Angehörige, die an Influenza starben? Schließlich hätte ein Großteil dieser Tode doch verhindert werden können, folgt man der Logik der Politik. Nein, bedeutet es natürlich nicht. Wir müssen auf den Boden der Realität zurückkehren.
Wenn wir Solidarität mit Zwang durchsetzen, wird es keine Solidarität, sondern bleibt Zwang. Lassen Sie uns gemeinsam die Demokratie stabilisieren, indem wir für die Menschenwürde eintreten. Denn die ist das höchste Gut im Grundgesetz. Natürlich haben wir auch über Lösungen nachgedacht. Jeder von Ihnen privat hat über Lösungen nachgedacht oder über Forderungen. Ich nenne kurz nur wenige. Darüber kann man nachdenken und sie aufgreifen und für sich selbst weiterdenken. Ich persönlich wünsche mir eine Diskussion in der Sache, nicht in der Moral oder personenbezogen. Deshalb lade ich alle Politikerinnen und Politiker dazu ein, sich ergebnisoffen und wissenschaftsbasiert zu äußern und zu diskutieren. Bitte, kommen Sie hierher. Wir brauchen ein divers besetztes, unabhängiges, öffentlich tagendes Expertengremium. Alle Daten und deren Kollektivierungsprozesse müssen kostenlos öffentlich verfügbar sein. Die Freiwilligkeit von Maßnahmen kann als Indikator für Schutzbedürftigkeit funktionieren. Wir brauchen eine größere Transparenz bei Entscheidungsfindungsprozessen der Politik. Es kann nicht sein, dass im Hinterzimmer entschieden wird. Die Folgeschäden der Maßnahmen müssen ebenfalls medial abgebildet werden. Aber wir müssen auch an die Ursachen der positiven Folgen des Lockdowns denken. Beispielsweise ein drastischer Rückgang an Säuglingssterblichkeit oder Frühgeburten. Auch das muss untersucht werden. Und schlussendlich haben wir alle, die wir hier stehen und die das hören, auch eine Verantwortung, eine dauerhafte Verantwortung als Bürgerinnen und Bürger. Gehen Sie nicht nur wählen, sondern gucken Sie sich alle Parteien genau an, lesen Sie die Parteiprogramme, gucken Sie, ob es irgendeine Partei gibt, die in etwa Ihrer politischen Meinung entspricht. Gehen Sie dorthin, werden Sie Mitglied, gehen Sie in den kommunalen Bereich, machen Sie selbst Politik, überlassen Sie das nicht den Eliten, sonst entkoppeln die Sie von uns. Wir alle müssen uns einbringen in einer Demokratie und das ist Arbeit. Wie wollen wir weiter überleben, wenn wir einander nicht vertrauen können? Wenn immer Zweifel bestehen, ob nicht in Wahrheit ganz andere Interessen eine Rolle spielen, als die vorgetäuschte Sorge um die Gesundheit aller. Von einer solchen Entscheidung kann eines Tages das Überleben aller abhängen. Ich hoffe inständig, dass es niemals dazu kommen wird. Aber wenn doch, dann darf kein noch so geringer Zweifel daran bestehen, dass die Maßnahmen von der Regierung sinnvoll, maßvoll, transparent, ehrlich sind. Wie können wir dieser Regierung vertrauen in Zukunft? Warum sollten wir aufhören, kritische Fragen zu stellen? Demokratie bedeutet nicht, Vertrauen in Politiker zu beweisen, sondern Mitbestimmung für Bürgerinnen und Bürger. Die Politik muss sich unser Vertrauen verdienen und darf keine Angst davor haben, dass es auf die Probe gestellt wird. Momentan bedeutet Demokratie in Deutschland scheinbar, die Bürgerinnen dürfen nicht mehr wissen, was sie im Grunde dürfen, sondern sie sollen nur noch wissen, was sie im Grunde sollen. Gustav Heinemann sagte dazu, nicht die Bürgerinnen stehen im Gehorsamsverhältnis zur Regierung, sondern die Regierung ist den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der Gesetze verantwortlich für ihr Handeln. Die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht und die Pflicht, die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn sie glauben, dass demokratische Rechte missachtet werden. Das tue ich hiermit. Im Namen aller Menschen auf dieser Welt. Mäßigen Sie sich, meine Damen und Herren Abgeordneten. Wir werden uns nicht beugen. Vielen, vielen lieben Dank. Bleib noch kurz einen Moment hier stehen, weil ich finde, es ist ganz wichtig. Das ist so ein mutiger Schritt, was du hier gemacht hast. Es ist unglaublich, dass es Menschen gibt, die sich hier hinstellen. Und wir wissen, dass es kein leichter Schritt war. Und wir wissen, dass es nicht leicht ist. Aber die Wahrheit zu sagen, dazu gibt es keine Alternative. Vielen Dank. Ja.
So, jetzt müssen wir eine kleine Zwischeneinheit einschieben. Das ist nicht üblich bei Versammlungen, aber wir haben Versammlungen zu Corona-Zeiten. Da vorne steht der Dirk Sattelmeier mit einem Mikrofon. Der junge Mann auf der Bühne, den kennt ihr auch, das ist der Markus Heinz. Da, wo ein Anwalt in Action ist, da ist der Markus. Und der Dirk geht jetzt mit dem Mikrofon rum und achtet noch ein bisschen darauf, dass hier die Abstände eingehalten werden. Die Polizei hat grundsätzlich gesagt, es ist super, wie wir das machen. Es ist super, dass wir die Abstände einhalten. Sie sind unglaublich begeistert von euch, wie ihr das macht. Und wir können auch gleich mit dem nächsten Redner fortfahren. Und ich glaube, der nächste Redner passt dann auch sehr gut im Anschluss an das, was wir gerade gehört haben. Dirk, ich versuche an dich zu übergeben. Okay, hört ihr mich? Ja. Also, ich bin jetzt gerade bis zum Brandenburger Tor gelaufen. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Der Dirk geht jetzt hier durch und guckt, dass wir das auseinanderziehen. Ich weiß nur, es ist genug Platz. Wir haben genug Platz. Es ist jetzt ganz wichtig, dass ihr alle mitmacht. Und ich gebe Dirk das Wort. So, hallo. Ihr könnt heute, es geht um den Bereich unmittelbar vor der Bühne bis zu den Hecken da vorne. Ihr könnt jetzt zu Helden werden. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, ob ihr hier stehen bleibt oder ob ihr weggeht. Wenn ihr weggeht, werdet ihr Helden, weil ihr dann diese Veranstaltung hier rettet. Und deswegen müsst ihr jetzt hier, jedes zweite Pärchen, geht bitte da hinten runter. Da ist noch genug Platz. Wir müssen das machen, sonst wird es hier aufgelöst. Und das will keiner hier. Wir sind Hunderttausende und an euch wird es jetzt liegen. Und ich möchte, dass ihr hier weggeht. Einfach weggehen. Ihr könnt später, und nachdem ihr einen schönen Platz gefunden habt, setzt euch hier alle hin, vor allen Dingen hier vorne. Warum geht ihr nicht weg? Warum nicht? Warum wollt ihr die Veranstaltung hier auflösen? Also auch die Deeskalationsteams, bitte durchgehen. Menschen, die jetzt zu nahe zusammenstehen, die gefährden diese Veranstaltung. Ich möchte nicht, dass irgendjemand von uns die Veranstaltung gefährdet. Deswegen geht mit gutem Beispiel voran. Seid ihr der, der den Platz macht? Seid ihr die Ersten, die rausgehen, dass wir die Fläche haben? Das ist jetzt ganz wichtig. Es geht nicht ums Klatschen. Bitte macht es jetzt. Ich sehe hier Menschen, die klatschen. Ich möchte Menschen sehen, die Platz schaffen. Schafft diesen Platz. Vorher machen wir hier nicht weiter. Also, Platz machen. Es bewegt sich immer noch zu wenig. Bitte helft uns hier. Das ist wichtig. Nicht von hinten durchgehen. Es geht hier nicht darum, den bestmöglichen Platz zu finden. Wir sind hier nicht auf einem Konzert. So, ich sehe immer noch, warum steht ihr hier? Warum diskutiert ihr hier? Geht. Geht doch. Geht einfach. Und ihr macht euch zu Helden. Warum diskutiert ihr darüber? Warum diskutiert ihr? Mein Gott, ist doch nicht so schwer. Geht da rüber, da links rüber, da. Und dann setzt ihr euch hin und bitte nicht nachrücken. Setzt euch alle möglichst hin, alle, die Platz haben. Und die, die wollen, ihr werdet die Helden sein, nicht wie hier auf der Bühne oder sonst wo. Bitte geht hier rum. Haltet den Abstand ein. Warum steht ihr hier rum? Grüppchen von 10 Leuten. Geht doch. Warum geht ihr nicht? Warum nicht? Mein Gott, hier ist es genauso. Ich verstehe das nicht. Es geht nicht darum, dass ihr 10 seid. Es geht darum, dass ihr Platz macht. Macht Platz. Setzt euch hin. Bitte Platz machen. Es bleibt immer noch stehen hier. Und hört auf die Ordner. Wir sitzen leider immer noch zu viele. Wenn jeder so denken würde, würde es nicht funktionieren, weil haben wir die von den Zeiten hier schon wieder schnell beendet. Und wir haben die große Chance, dass das hier wirklich zu Ende geht. Bitte!
Bitte, bitte geht hier weg. Ralf, Ralf. Hier. Obertura, raus! Geht bitte noch mal weg, hört auf die Ordner und wir werden diese Aktion gegebenenfalls wir werden diese Aktion gegebenenfalls noch mal wiederholen. Ich finde es von den Leuten, die gegangen sind, das sind die Leute, die heute Solidarität gezeigt haben, all den anderen gegenüber, die hier sind und die eine friedliche Veranstaltung wollen. Alle, die jetzt hier sitzen bleiben, müssen sich das selber überlegen. Wir machen das noch mal. Vielen Dank. Dankeschön. Das ist nämlich ganz egal, was auf der Bühne stattfindet. Wichtig ist, dass ihr alle da seid. Einen Applaus für euch selbst. Wir sind nämlich keine Covidioten oder Extremisten oder sonst was. Wir sind Bürger, die Fragen stellen, gerade dort, wo es keine Antworten mehr gibt. Und wir sind noch viel mehr als das. Wir haben hier Anwälte, Journalisten, Politiker und vor allem Ärzte, die auch die richtigen Fragen stellen für uns. Und einer dieser wahrhaftigen Ärzte, der Ärzte für Aufklärung, ist heute hier, meine Damen und Herren, Heiko Schöning! Achtung, Achtung! Das Freiheitsvirus hat wieder Berlin erreicht. Und die ganze Welt. Attention, attention. The virus of freedom spread all over Berlin and all over the world. Ich begrüße alle freien Menschen auf dieser größten Demonstration der europäischen Geschichte. Dies ist die größte Demonstration für Freiheit. Welcome to all free people to this biggest demonstration of freedom in European history. Mein Name ist Heiko Schöning. Ich bin Arzt und Mitbegründer der Ärzte für Aufklärung, die mittlerweile Tausende von Ärzten weltweit repräsentieren. My name is Heiko Schöning. I am a medical doctor and co-founder of Ärzte für Aufklärung. Doctors for Enlightenment, Medicus Pro Levadat, an organization that represents thousands of medical doctors. Wir verteidigen die leidenden Menschen, deren Grundrechte und auch deren Gesundheit aufgrund einer organisierten kriminellen Täuschung. Mit einem relativ harmlosen Coronavirus, SARS-CoV-2, jetzt leiden. Die wissenschaftlichen Beweise haben wir bereits dargelegt. Auch in diesem Buch, Corona-Fehlalarm, das Spiegel-Bestseller Nummer 1 ist. Es wird auch jetzt auf Englisch auch übersetzt. Und wir haben es in mehreren Sprachen auch zum Download auf der Seite Ärzte für Aufklärung. We defend the Bill of Rights of the suffering people. Their health is under attack by organized crime that used non-flu-like virus to create massive panic and an economic lockdown. It's the economy, stupid. We present the medical and scientific facts in this book and for download of our websites. We know this. It's a scam. It's a lie. Und ich danke auch für die Unterstützung, die wir heute erfahren durften.
von Robert F. Kennedy Jr. Ich bin mit dem gestern Flughafen hierher gefahren, zum Brandenburger Tor, wo sein Onkel, der Präsident John F. Kennedy, diese bewegende Rede gehalten hat, vor dem Brandenburger Tor, als die Mauer noch geschlossen war. Und er sagt in einer Freiheitsrede, ich bin ein Berliner. So, thank you very much for the support of Robert F. Kennedy Jr., the nephew of John F. Kennedy, who has a great reputation here in Germany. We are very thankful for his speech, what he said years ago in front of the wall in Times Square when it was closed. He said, I am a citizen of Berlin. Ich bin ein Berliner. This gives us a lot of hope and a lot of power. And so thank you very much for Robert F. Kennedy Jr. to support us. And he said here very clear words to the organized crime. And he said very clear words, what kind of crime now is being committed to vaccines and to other bad things. Organized crime in a worldwide fashion is done. Meine lieben Mitbürger, wir müssen zur Kenntnis nehmen, es gibt organisiertes Verbrechen und es gibt es auch im Weltmaßstab. Wir haben eine Gleichschaltung in der ganzen Welt. Wir sehen es einfach, dass dieses Coronavirus nicht die Toten fordert. Zum Glück auch nicht diese Kranken in den Krankenhäusern da sind. Das sehen die Ärzte überall. Es ist eine Täuschung. Und in der Mitte steht was? Die Wirtschaft. 2008 gab es schon den Crash. Nur dann war klar, es waren die Banken und ihre Besitzer. Und jetzt ist noch mal mehr Geld im System gegeben. Es wurde Zeit gekauft. Das haben die alle gesagt. Schäuble, Draghi, alle. Und jetzt, 2020, soll es wieder zu einem Crash kommen. Aber diesmal zu einem geplanten. Es soll ein großer Lockdown sein, wie Stage 4 in Melbourne, Australien, wo jetzt schon Ausgangssperre herrscht, wo die Läden geschlossen sind, zwar alle, wo die Kinder nicht mehr zur Schule gehen dürfen, wo nur noch zwei Menschen sich treffen dürfen, wo niemand mehr den anderen besuchen darf. Das ist Stage 4 Lockdown in Melbourne, Australia. Und dieses ist auch für uns geplant für September und Oktober. Und dazu sagen wir Nein. Und es ist so, ich habe tatsächlich 4 Monate, bevor diese Corona-Panik ausgebrochen worden ist, habe ich dies schon in einem Interview am 11. September 2019 auf der Plattform KenFM gesagt. Schaut euch das alles an. Da sind die einfachen, klaren Fakten. Es gibt diese Kriminellen, diese organisierte Kriminalität. My dear citizens, I was the one who presented the facts in September 2019, and I predicted that this with this coronavirus will happen. That's not a joke, it's just the facts. It's organized crime. Und meine lieben Mitbürger, wir müssen jetzt zur Kenntnis nehmen, dass unser Gesundheitsminister Spahn, er hat bereits 300 Millionen Impfdosen gekauft von der Firma AstraZeneca. Und wer ist der Hersteller? Der Hersteller ist eine kriminelle Firma, und zwar Emergent BioSolutions, die sie umbenannt hat. Früher hießen sie Bioport, und 2001 waren die auch, die den einzigen Impfstoff gegen Anthrax hatten. Es ist einfach so. Genau das gleiche Muster, was wir jetzt mit Corona haben, haben diese Verbrecher schon 2001 mit Anthrax gemacht. Und sie haben auch eine weltweite Panik gemacht. Nur, dabei ist rausgekommen, dass dieses Anthrax von der US-Armee selber kam. Das war ein inländischer Anschlag. Das ist alles bewiesen. Und wir müssen einfach nur die Fakten zur Kenntnis nehmen.
2001, there was this anthrax attack in September or in October. But this created a great panic, same like coronavirus now. Go back to the facts. And there was a company, Immersion Biosolution, who had the only vaccine. And the same people, the same company, is now making a lot of money by selling European and German government more than 300 million doses of vaccination. Emergent Biosolutions. These are facts. And we say no to mafia, no to organized crime. Nein zur Mafia, nein zur organisierten Verbrechen. Und ich möchte schließen. Es gibt dieses organisierte Verbrechen, ja. Aber wir lassen es nicht mit uns machen, wir stehen auf. Und deswegen, wunderbar, ich glaube, heute sind 2 Millionen da. Und wir werden weiter sprechen und wir werden weiter unsere Rechte selber in die Hand nehmen. Wir haben auch einen außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss gemacht. We the citizens, we have the power. We don't need this organized crime. We organize a COVID-19 extra-parliamentary inquiry committee, and we can do much more. We have the solution. Mahatma Gandhi of India, he showed us a way how to do this. In India, there was the British Empire. Das britische Imperium war in Indien. And he had simply, he said just, we do not cooperate. We do not work for you. We do not buy your gods. Yeah? We produce our own things and say thank you and say goodbye. And he succeeded. India is free now, and they had now in their flag the symbol of this freedom. They created their own companies. Meine lieben Mitbürger, es gibt auch etwas Gutes. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, diese organisierten Verbrecher haben diese Strukturen seit Jahrzehnten aufgebaut. Wer wird jetzt profitieren davon, dass die Wirtschaft so kaputt gemacht wird, und zwar absichtlich? Das sind die großen Konzerne. Die haben das Geld, das hier auszuhalten. Die werden es einkaufen zu billigen Preisen. Ja? Und dann wird wieder the Great Reset gemacht, der große Neuanfang. Und deswegen sagen wir einfach, nein, danke, ihr Ausbeuter, ihr Verführer. Wir arbeiten nicht für euch. Erstens, wir kaufen nicht bei euch. Zweitens, wir schaffen unsere eigenen Unternehmen. Wir brauchen euch nicht. Wir haben die Kraft. Und wie wir das finanzieren, wie schaffen wir das denn? Wir brauchen Amazon, Microsoft und all die anderen, brauchen wir nicht. Wir können es alleine in die Hand nehmen mit besseren Produkten, mit besseren Dienstleistungen. Wie wir das finanzieren, ist in der Wirkraft drin. Wir können es mit nur einem Cent pro Tag von jedem von uns. Dann können wir das schon anstoßen. Auf wirkraft.org ist es beschrieben. Und wer es nicht glaubt, der kann einfach schon mal niedrig das durchspielen. Denn es gibt dieses Spiel, wir haben sie auch hier zu ein paar hundert da. Ladies and gentlemen, we have a solution, we have a plan. I not just have a dream, we have a plan. And it's not I have a dream, we have a plan how to cope with this organized crime. We do not work for you. We do not work for the organized crime. We do not buy from the organized crime. We start up our own companies. And how we do this, how we finance this, with so-called we power. It's just 1 cent per day from everyone. So we are able to finance this, the change for independence of organized crime. Und damit schließe ich. Wir haben die Kraft, uns von diesen organisierten Verbrechern, die auch dort, im Reichstag, in der, im Bundestag, die Politiker korrumpiert haben, in allen Parteien. Und ich bin auch, ich war noch nie in einer Partei, aber ich muss auch sagen, hätte ich mal das Buch von Sebastian Haffner früher gelesen, ja, die verratene Revolution von 1918. Wer hat uns verraten?
Sozialdemokraten. Hubertus Heil, ja, ist Minister jetzt. Hubertus, du hast uns auch verraten. CDU, nicht besser. Friedrich Merz, ja, tatsächlich, Chef von BlackRock. Ist das euer Ernst? AfD, schaut mal rein. Georg Pazerski, ja? Wer hat denn die drei Generationen überlebt? Wer hat denn das aufgebaut, ja, als Geschäftsführer? Georg Pazerski, der niemand anders ist als jemand, ein Oberst von der Bundeswehr, vom Militärgeheimdienst. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder Zeiten wie in den 30er Jahren bekommen. Schaut doch mal wirklich da rein. Woher kommen denn diese Leute? Wie kann denn ein Georg Pazerski, der mit dem CIA-Chef jahrelang zusammengearbeitet hat, dort sitzen bei der AfD? Ja? Das kann nicht sein. Und auch die Grünen, was soll ich dazu noch sagen? Von Grün zu Liebgrün gewesen. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Als am 1. August, wo ich aussprechen sollte, die Bühne zugemacht worden ist, da habe ich mit einem Mitgründer der Grünen durch die Polizeiabsperrung das durchbrochen und wir standen kurz auf der Bühne mit Clemens Kubi. Ja? Wir können das, wir schaffen das durch alle Widerstände. Und ich weiß, dass die Polizei auch auf unserer Seite ist. Wir machen es gemeinsam. Wir Kraft. Danke für die Aufmerksamkeit. Einen Riesenapplaus für die Ärzte für Aufklärung. Weil das ist, worum wir hier stehen. Wir fordern die Wahrheit. Und nur durch die Wahrheit bekommen wir die Aufklärung. Nur durch die Aufklärung, die Wahrheit. Eine ganz kurze Durchsage. Der Alexander aus Münster, ein 7-jähriger Junge, ist hinten bei der Polizei am Städte-Bushaltestelle. Bitte die Eltern vom Alexander, bitte kommen Sie dorthin. Danke. Ihr wisst nicht so, wie wir sind. Wir fordern Frieden! Und wir fordern vor allem auch unsere Freiheit! Und es gibt Leute, die für uns an vorderster Front stehen und für unsere Rechte kämpfen. Und einer dieser Menschen stellt ganz unbequeme Fragen, wie zum Beispiel, wird mit dem PCR-Test falsche Aufklärung betrieben? Einen detaillierten Applaus für den Anwalt für Aufklärung, Rainer Füllisch! Verschwörungstheoretiker, sondern ich bin seit 26 Jahren als Prozessanwalt in Deutschland und in Kalifornien zugelassen und tätig, und zwar ausschließlich gegen betrügende Konzerne wie die Deutsche Bank, VW und Kühne und Nagel. Ich kenne also die Situation des sogenannten strukturellen Ungleichgewichts sehr genau, in der wir uns jetzt befinden. Ein mächtiger Gegner, in diesem Fall unsere eigene Regierung, einschließlich aller Oppositionsparteien, versucht, uns zu dominieren und schreckt dabei vor nichts zurück. Aber ich kann Ihnen sagen, dass es Grund für Optimismus gibt. Seit 6 Wochen haben meine Kollegen und ich im Berliner Corona-Ausschuss Professoren und andere Sachverständige sowie Betroffene zu den Kernfragen der Corona-Krise, beziehungsweise jetzt wird man sagen können, des Corona-Skandals angehört. Nämlich, wie gefährlich ist das angeblich so neue Coronavirus wirklich? Wie zuverlässig sind die sogenannten PCR-Tests des Professor Drosten, die ja die Grundlage, und zwar hier in Deutschland die alleinige Grundlage für alle Maßnahmen waren? Und welche Kollateralschäden haben diese Maßnahmen angerichtet? Die kurze Antwort lautet, das Coronavirus entspricht in seiner Gefährlichkeit einer Grippe. Es gibt keine Übersterblichkeit.
Die Anti-Corona-Maßnahmen selbst hingegen haben massivste gesundheitliche Schäden, und zwar sowohl physischer als auch psychischer Natur, und verheerende wirtschaftliche Schäden angerichtet. Deren Ausmaß ist zwar bislang nicht genau erkennbar, aber dass diese Schäden ganz offensichtlich um ein Vielfaches größer sind als die Schäden, die das Virus jemals hätte anrichten können, ist unübersehbar. Vor allem aber der PCR-Test. Dieser PCR-Test ist für die Feststellung einer Infektion mit dem Virus nicht nur absolut ungeeignet, sondern er ist hierfür, nämlich für diagnostische Zwecke, überhaupt nicht zugelassen. It is not licensed for diagnostic purposes. Drei Immunologen, Professor Ulrike Kämmerer aus Würzburg, Professor Pierre Capel aus den Niederlanden und Professor Dolores Cahill aus Irland sowie der Molekularbiologe Dr. Avray aus Österreich haben auf detailliertes Befragen übereinstimmend erklärt, der PCR-Test von Drosten, der wohl am Computer zusammengefummelt wurde, ohne dass Herr Drosten das Virus jemals in seinem Labor gesehen hat, sagt nichts über eine Infektion aus, wenn er positiv ist. Nochmal, er sagt nichts über eine Infektion aus, wenn er positiv ist. Entgegen allen Behauptungen der Politik sagt er nichts über eine Infektion aus. Stellen Sie sich mal vor, was das in den USA auslöst, weil da ja alles auf diesen Tests aufbaut. Sondern ein positiver Test besagt nur, dass irgendein Fragment eines Moleküls vorgefunden wurde. Was das für ein Molekül ist, insbesondere ob es ein Molekül eines Virus ist oder gar das des sogenannten Wuhan-Virus, kann niemand sagen. Der Test kann auch auf ein Überbleibsel zum Beispiel des Kampfes des Immunsystems, des körpereigenen Immunsystems gegen eine Erkältung positiv anschlagen. Und wie wir ja wissen, schlägt er auch positiv bei Papayas und Ziegen an. Kurz, im Corona-Zusammenhang handelt es sich bei diesem Test um einen Idiotentest. Das heißt, strafrechtlich formuliert, die Behauptung, der PCR-Test könne konkrete Auskunft über Infektionen geben, ist eine falsche Tatsachenbehauptung im Sinne des Straftatbestandes des Betruges. Eine arglistige Täuschung betreffend ein deshalb fehlerhaftes, weil nämlich mit falschen Zusicherungen vermarktetes Produkt vor. Das wiederum bedeutet, sowohl nach deutschem als auch nach kalifornischem und sonstigem US-Recht, dass diejenigen Personen, die diesen Test so vermarktet haben, dafür allen denjenigen Personen, die deshalb Schäden erlitten, zum Beispiel im Sinne von Umsatzeinbußen wegen der Lockdowns, vollen Schadensersatz schulden. Vermögensschäden, aber natürlich im Weiteren auch Körperschäden und am Ende auch Schmerzensgeld. Deshalb haben eine Reihe von deutschen und internationalen Kollegen sich zu einer Art Schulterschluss zusammengefunden, um diese Schäden gegenüber den Verantwortlichen durchzusetzen. Diese Verantwortlichen sind nicht nur unter anderem Drosten von der Charité und Wieler vom RKI, sondern auch die Weltgesundheitsorganisation, die diesen deutschen Test als ersten weltweit empfohlen hat, sodass er eben auch in den USA vermarktet wurde. Was bedeutet das? Die Tatsache, dass er auch in den USA vermarktet wurde, führt zu der für die Verantwortlichen beängstigenden Konsequenz, dass damit die sogenannte sachliche Zuständigkeit der US-Gerichte eröffnet ist. Das, so könnte man sagen, ist ein sehr, sehr guter Grund für Panik auf der Seite der Verantwortlichen. Denn
wie es ist, in dieser Realistischen zu stehen, wissen Sie zum Beispiel die Deutsche Bank und VW sehr genau. Zwar wurde Ihnen in Deutschland für Ihre Betrügereien der rote Teppich ausgerollt, in den USA aber mussten Sie jeweils zweistellige Milliardenbeträge bezahlen, ein öffentliches Geständnis ablegen und sich entschuldigen. Aber noch etwas Positives gibt es zu berichten. Der Corona-Ausschuss wird jetzt nicht nur mit der Aufarbeitung des Skandals weitermachen, sondern er wird auch seine Richtung ein wenig ändern und damit beginnen, den sogenannten Great Reset zu diskutieren. Aber nicht im Sinne derjenigen, die ihn ausgerufen haben, sondern im Sinne des Volkes. Denn haben ergeben, dass wir tatsächlich einen grundlegenden gesellschaftspolitischen Wandel brauchen und wollen, angefangen von der Eindämmung der Macht der Konzerne über die Schaffung sozialer Gerechtigkeit, die Bekämpfung des Klimawandels und den Kampf für Umweltschutz sowie die Herstellung einer wirklich unabhängigen Justiz. Robert Kennedy Jr. hat gestern Abend an den Satz von Franklin Roosevelt erinnert. We have nothing to fear except fear itself. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben, schon gar nicht Panik zu haben. Aber es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Aber Querdenken, wie ich es kennengelernt habe, ist halt genau das, was es ausmacht, dass wir das Mixen zwischen natürlich diesen wunderbaren Reden mit den Infos, die wir mitnehmen, aber auch das Musikalische darf nicht fehlen. Weil natürlich ist die Angst das, was viele mit sich bringen, und diese Angst muss weg. Und es geht am besten mit Lebensfreude. Und ich habe jetzt, glaube ich, schon über das Internet oder auch online ein bisschen Lebensfreude versprüht. Deswegen will ich gar nicht zu viel machen. Jetzt erstmal. Vielleicht hinten raus gibt es ja nochmal ein kleines afrikanisches Feuerwerk. Wer weiß das schon. Aber ich werde euch trotzdem einmal kurz hören, wenn ich sage Frieden, sagt ihr ganz laut Freiheit. Das ist wichtig, das ist der Slogan, das ist die Hymne. Deswegen, wir fangen an. Frieden in die Stadt! Frieden in die Stadt! Frieden in die Stadt! Sehr gut. Und weil ich versprochen habe, dass ich auch ruhige Klänge kann, weil es jetzt gleich mit Vivica ganz sinnlich wird, peaceful, love, kann ich auch der Name anders sein. Zeig mir bitte alle mal ein Herz. Das soll in die Welt gehen. Zeig mir ein Herz. Das sind die Bilder, die jetzt überall zu sehen sind. Ein Herz. Und das gebt ihr bitte euch weiter. Dreht euch mal zu, dass wir uns gegenseitig Kraft geben. Weil so kann es nur weiter stark nach vorne gehen. Und mit diesem Herz übergebe ich an Vivica und ich freue mich hier gleich mit euch nochmal richtig geil zu tanzen. Dankeschön, Berlin, ihr seid super. Denkt an den Abstand. Hallo Berlin, ich bin nicht Vivica, die steht hier, aber ich möchte euch kurz sagen, wir haben eine Bitte an euch. Also wir kommen mit Liebe und mit Frieden und wir wollen mit euch gemeinsam ein Friedensmantra singen als erstes. Und dafür bitte ich euch, einfach mitzumachen, damit wir im Kollektiv Frieden in die ganze Welt schicken, überall hin. Und wir machen das gemeinsam, wenn wir singen, machen wir einfach alle so, das ist super. Wir können dann auch ganz toll Abstand halten und gehen einfach runter. Genau, also wir machen das alle so zusammen. Ich hoffe, ihr hört mich. Genau, das sieht schon sehr gut aus. Und dann runter, ihr seid wundervoll. Vielen Dank. Thank you.